Was mache ich mit den Wichsern, ey? Okay, jetzt geht der in eine andere Richtung plötzlich. Da war der noch nie an der Stelle. Das ist super, weil hier kann ich ihn auseinandernehmen, ohne dass der andere es merkt. Wieso hört der das? Wieso sieht der das? Wieso, wieso, wieso? Woher, Alter? Aber die anderen sind jetzt nicht nachgekommen. Ich verstehe dieses Spiel nicht, Alter. Manchmal kommen da neue nach, manchmal kommen sie es nicht, manchmal laufen die nach da hinten, manchmal tun sie es nicht. Es ist einfach... Wenn ich jetzt da vorne messe, kommt doch locker gleich wer nach. Wie geht denn der jetzt hin? Soll ich mich verarschen oder was? Ja, da vorne sind sie doch schon. Ich habe erst einen weg, da müssten doch mindestens 3 bis 4 sein. Ja, da sind sie doch alle. Guck. Ich sag's doch. Wo soll ich hin? Da vorne ist noch einer. Ey, ich muss die hier loswerden. Die kommen ansonsten beim nächsten Battle wieder mit rein. Ich muss die jetzt hier loswerden. Aber ich weiß nicht wie. Die stehen zu gut und hier sind zu viele für meine Waffen. Wenn ich auch nur ansatzweise die Munition hätte, mich mit denen anzulegen. Aber hab ich halt nicht. Ja, super. Das ist gleich der Nächste. Geh da durch! Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Da. Ich sehe in diesem Bereich nach. Machst du nicht. Endlich habe ich mal einen gemessert, ohne dass mich direkt einer sieht. Das ist der erste. Das ist der allererste, den ich messern konnte, ohne dass mich direkt einer sieht. Das ist ja lächerlich, Alter. Ich meine, die standen hier so verteilt, die können mich nicht immer gesehen haben. Hä? Wo ist er hin? Verarschen? Ist nicht gut lang gelaufen. Hä? Okay, bin ich an dem vorbeigelaufen oder was? Du machst gar nichts mehr, Alter. So. Okay, jetzt haben wir echt immer Munition. Das ist nämlich der weitere Punkt. Du musst die umlegen, damit du Munition kriegst. Aber wenn ich richtig gezählt habe, fehlt noch einer. Der rennt wahrscheinlich da hinten irgendwo draußen rum. Ist irgendwo anders suchen gegangen. Den muss ich noch loswerden. Anders geht's nicht. Anders werde ich hier nicht durchkommen. Weil der wird beim nächsten Mal dazwischen grätschen. Weil der Typ, der da vorne irgendwo rumsteht, hinter dem Truck oder wo das ist. Wo sind sie? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ey, Joel muss sich echt beeilen, ey. Sonst kommt Ellie hier nicht lebend raus. Oh, es ist arschkalt. Ja, aber wir haben größere Probleme, ganz ehrlich. Wir haben ganz ehrlich größere Probleme. Was sind die denn alle? Ich möchte nicht rennen. Okay, hier ist nichts. Ich höre die doch schon wieder reden, oder nicht? Aber von wo? Ihr Haufen Wichser, Alter. Okay, ich glaube, wir sind es erstmal los. Das geht doch.
Ah, die Küche. Lecker Schmecker Menschenbeine. Puh. Hoffentlich sind es wenigstens schöne Beine. Schon bevor so einen haarigen Schinken in die Pfanne. Lecker. Medikit. Sehr gut. Oh Gott, Alter. Ich hab mich von meinen eigenen Fußschritten in den Scherben erschreckt. Leck mich, Alter. Da siehst du mal, auf was für ein Level ich hier spiele. Fucking hell. Hallo, fuck, Alter. Wenn ich jetzt zwei Medikits kriege, wird's gleich übel. Dann wird's gleich wirklich übel. Alles voll mit Scherben. Das könnten die jetzt tatsächlich absichtlich gelegt haben als Merkmaler, wenn einer durchkommt, ne? Weil das liegt so in der Linie. Das wäre gar nicht so dumm. Das war ein Element. Doch gleich irgendwas, Alter. Kannst du mir nicht erzählen. Will ich da wieder raus? Eigentlich nicht. When we are in need, he shall provide. Meinen sie damit Gott oder meinen sie damit David? Ganz egal. Beide werden nichts mehr tun. Wenn man vom Teufel spricht, Alter. Oh, der hat die Waffe. Ich habe einfach deine Leute umgelegt. Oh, deine Bude brennt. Meinst du? Du kannst nirgends hin. Glaubst du das? Dann hol dir doch den Schlüssel. Ach, wenn du... Kein Infizierter kämpft so hart um sein Leben. Ich sag's dir, die Teller. Machen wir doch Probleme. Das hast du gehört, ja, aber viel zu spät. Fuck! Ja, und das nächste Mal wird dein letztes Mal sein. Scheiße, Alter. Du überraschst mich immer wieder. Ist das so? Ich habe halt nicht damit gerechnet, dass der auf mich zujoggt. Ich dachte, das wird so ein stealth-mäßiger Fight, wo er so ganz überheblich tut und mir hinterherläuft die ganze Zeit ganz entspannt und ich ihm dann ein Messer in den Rücken ramme. Und dann kommt der angejoggt. So schade, dass du uns ablehnst. Ja, schrecklich schade. Oh, jetzt Wichser. Ist es zu spät. Für dich. Friss das Messer, Alter. Lauf, kleines Häschen, lauf. Der ist sogar so überheblich, dass er die Waffe weggesteckt hat und nur noch die Machete in der Hand hat. Idiot. Wo ist er denn? Da hinten. Ja, der kriecht schon, Alter. Ich habe keine Flaschen mehr. Der ist leider nicht so dumm. Aha. Okay, wenn ich da durchgehe, wird das hören. Gut. Er steht genau da, wo ich nicht durch kann, ohne ihn zu aufzuwecken, weil da die Scherben sind. Vielleicht, wenn ich schnell bin. Nevermind.
bist du ja, ey. War eine Idee. Werde ich nicht nochmal versuchen. Oh boy. Ey, der ist mir am Arsch. Der klebt mir so am Arsch. Der arbeitet wirklich gut mit den Scherben, leider. Das war richtig klug, sich da an der Stelle zu verstecken, weil da konnte ich nichts tun. Ich konnte nicht von der anderen Seite ran. Und er musste mich hören. Ah, ich spare mir das noch. Ich glaube, das heilt eine Stufe mehr, wenn ich noch ein bisschen warte. Aber die Frage ist, kann ich beim nächsten Mal noch dazu kommen, das einzusetzen, oder habe ich dann das Ding wieder im Rücken? Ist nicht dumm. Aber er wird da rauskommen müssen. Er wird rauskommen müssen und dann sehe ich ihn. Ja, er kommt. Ja. Hinter dem Ofen. Hinter dem Ofen, aber da komme ich nicht. Da komme ich nicht unbemerkt hin. Der wird mich sehen, wenn ich darüber laufe, oder? Probiert es von der anderen Seite. Der ist verdammt gut, leider. Hat er mich gesehen? Ja. Hinten. Ist da draußen irgendwo. Ey, wie kann ich den jetzt umgehen? Der läuft die ganze Zeit den Weg auf und ab, wo ich rauskommen muss. Und der, dadurch, dass er nicht still sitzt, weiß ich nie, wo er ist, weil ich ihn auch nicht sehen kann mit dem Lauschenmodus. Der macht das verdammt gut. Ich glaube, der hat das schon mehrmals gemacht. Ich warte auf seine nächste Bewegung. Ich muss ihn wieder sehen. Ich weiß nicht nur, wo er ist. Ja. Aber er kommt in meine Richtung. Okay. Hab dich, du Missgeburt. Verreck jetzt. Du Stück Scheiße. Komm schon, noch mal rein. Komm schon. Oh, Scheiße. Aber Joel ist auch da. Er ist bei den Glocken. Und er ist vor allem beim Schneesturm. Nein, umgekehrt. Er ist beim Schneesturm und vor allem bei den Glocken. Fuck. Egal. Das heißt, er ist in der Nähe von Ellie. Wo ist das Feuer? Wir müssen schnellstmöglich zu dem Feuer. Oh, danke für die Pfeile, Kollege. Aha, und wenn er hier durchkommt, dann ist euer Leben vorbei. Ein Infizierter rennt in der Stadt rum und wir bewachen den Ausgang. Hey, die Kleine ist tödlich und wir wissen... Oh, der Große ist auch tödlich, keine Sorge. Und tschüss, Mann. Achso, shit, ich habe jetzt... Ich habe gerade vergessen, dass ich nicht mehr das unendliche Messer von Ellie habe. Ich sollte jetzt wieder auf der Würgen umgehen. Okay, Moment. So laut keuchen, Joel. Wie auch immer der mich nicht gesehen hat, der Depp. Hey, wo ist der hin? Lol. Ich sehe sie gerade alle beide nicht.
Ich habe sie gerade beide nicht gesehen und keiner von denen hat mich gesehen, Gott sei Dank. Weil das hätte jetzt gut passieren können. Okay, da sind sie beide. Kommt der hierher? Nein. Und tschüss. Oh, der hat was gesehen, ja. Aber damit kann er nichts mehr anfangen mit dem, was er gesehen hat. Und auch du kannst dich verabschieden. Den Fall von dem Kollegen nehmen wir noch mit. Dann haben wir wieder einen neuen. Und dann bin ich ein glücklicher Mensch. Und jetzt ab zum Scheißfeuer. Wo ist denn das? Das muss man doch sehen. Ja, bei dem Schneesturm siehst du gar nichts. Oh, wir müssen einen Gegner. Ich weiß noch nicht wo. Oh, gefunden. Und tschüss. Auf, komm her. Komm doch her. Hä? Das hätte Monet KO sein müssen. Okay. Wie auch immer er das geschafft hat, dass das kein Monet KO war. Alles klar. Das hat mich jetzt gerade 2 von der Stufe gekostet. Oh boy. Warum? Ich bin so dumm. Ich wollte den Revolver. Do you really want to do that? Okay. Spielen wir dieses Spiel. Verstecke den Kopf und schieße drauf. Alles klar. Du hast schlecht versteckt, ich habe gut geschossen. Ist ein Deal. Oh boy. Ihr Haufen Scheiße. Oh, der lebt noch. Respekt. Die meisten von euch Jungs tanken nur einen von meinen Pfeilen. Ja. Und du erst. Komm doch raus und sag's mir ins Gesicht. Einziger Vorteil dieser Schneesturmjagd, er kühlt die Wunde. Ach, da hinten. Und tschüss, Mann. Ja, ja, das Arschloch ist tot. Stimmt, das habe ich gerade erledigt. Das ist alles gut. Keine Sorge, Jungs, keine Sorge. Ich mach das, ich verstehe euch doch. Wir regeln das. Ey, das ist die, wo Ellie war. Okay, Moment, dann immer weiter nach links. Hier lang. Oder? Nee, ist woanders. Ah, sieht ja alles gleich aus, dem scheiß Schneesturm hier. Wo lang? Okay, irgendwer hat mich gesehen. Ich weiß nicht von wo, aber irgendwer hat mich gesehen. Ey, ich sehe so original gar nichts. Da oben. Aha. Ist das so? Wo kam ich nicht von da? Na klar kam ich von da. Ja, und wie kriege ich den Jungen da runter? Also, wie komme ich zu dem hoch? Egal. Komm. Auf Wiedersehen. So, aber ich muss hier weiter, weil von hier kam ich, glaube ich. Nein, stopp, halt, never mind. Nimm das Ding mit. Okay. Ah, komme ich da über die Wand? Nee, niemals. Okay, dann muss es hier vorne irgendwo weitergehen. Ah, ja, hier, 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 hier. Okay, 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 okay. Oh, Ellies Rucksack. Oh, scheiße. Okay, nimm den mit. Was ist das? Fleischbestandsbuch.
2300 Kilo. 1500 Kilo. Ah, in den letzten Tagen haben sie sehr, sehr wenig nur noch gemacht. Ja klar, wahrscheinlich, weil wir sie so dezimiert haben, dass sie zu wenig Leute hatten. Alter, so und so, so viele Kilo, Alter. Das ist alles Menschenfleisch. Oh, ja. Oh Gott. Ihr Wichser, Alter. Ich muss sie finden. Ich muss sie finden. Oh ja. Interessant auch, dass sie für Ellie eine Ausnahme gemacht haben, ne? Und sie direkt lebendig abhexeln wollten. Die hier haben sie alle erstmal aufgehängt zum Ausbluten. Alle anderen? Ne? Also alle anderen haben sie erst tot zerhäckselt. Ellie wollte sie direkt lebendig kleinstückeln. Die hat sie echt wütend gemacht. Oder besonders David wütend gemacht, weil sie David abgelehnt hat. Oh, da ist es, da ist es, da ist es. Oh ja. Aber sowas von. Okay, komm schon. Komm zu dir, und zwar vor dem Arschloch. Komm schon. Ja, 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 ja. Wo ist denn besser? Okay, ist auch in Ordnung. Dann nimm die Machete. Komm, 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 schneller. Scheiße, ich höre den Typen. Come on. Oh, der Wichser, warum kann der schon wieder so gut laufen? Der hat drei Messer abbekommen. Es ist okay, aufzugeben. Puh, ich gebe nicht auf. Ist keine Schande. Schon. Der weiß nicht, dass die Machete da liegt. Der hat sie nicht gesehen. Nix. Einen Scheiß gebe ich auf, Alter. Oh, du Mistgeburt. Leck mich! Alternativ kann ich dich einfach umlegen. Ach nein. Aber ich weiß, wozu ich fähig bin, denn dieses Ding und hau uns in den Kopf! Ellie! Hör auf! Hör auf! Fass mich nicht an! So, ich bin's! Ich bin's! Ich bin's! Hier! Hier! Ich bin's! Er wollte mich! Ich weiß. Okay, Kleines. Es ist okay. Es ist okay. Jetzt nichts hier raus hier.